Heute ist ganz klar anders zu allen vorherigen Wahlkämpfen. Einfach, man muss vorarbeiten, Corona, man hat nicht gewusst, was kommt. Was können wir machen, wie können wir die Leute ansprechen? Theoretisch ist es jetzt, glaube ich, so, dass halt viel mehr Junge motiviert sind, für in die Politik zu gehen. Viel mehr Frauen sich das getrauen und halt auch Menschen, die nicht ursprünglich aus der Schweiz sind oder Schweizer Pass haben oder auch nicht weiss sind, die sich das zutrauen. Und schon ist so ein bisschen der aggressive Ton noch nicht das Gefühl. Es ist, ist ein bisschen schärfer geworden. Es hat möglicherweise auch mit Covid zu tun. Es ist noch schwierig zu beurteilen. Es hat schon Situationen, wo du denkst, Kopf, du machst schon etwas für die Gesellschaft. Du engagierst dich für eine gewisse politische Richtung. Es können nicht alle die gleiche Richtung haben. Das finde ich übrigens auch wichtig. Also die Diversität ist enorm wichtig, die verschiedenen Parteien. Das ist ja das demokratische System, das interessant macht. Aber dass du dann so angegangen wirst, das denke ich schon massiv. Ich habe während einem Wahlkampf habe ich mich entschieden, selber Tübeli zu backen und die zu verteilen. Und ich bin jeden Morgen um 3 Uhr aufgestanden, um die zu backen, für um 6:30 im Bahnhofstadt, um sie zu verteilen. Und wenn man das über Wochen lang, also die heisse Wahlkampfphase, sagt man sich so 8 Wochen vor dem Wahlkampf, wenn man das jeden Morgen macht, dann ist man irgendwann wirklich körperlich sehr am Ende und einfach, das nimmt dem halt einfach mit und trotzdem, es macht Spass irgendwie auch. Gut, es ist immer wieder recht lustig, mit Leuten zu interagieren, auch gut so, wenn man am Morgen geht, Gadgets verteilen, weil Leute noch so ein bisschen im Halbschlaf sind und dann muss sie für die Politik begeistern. Das ist, glaube ich, etwas, was immer wieder recht spannend ist. Also wir hatten mal einen Wahlkampf, das war im Emmental. Wir hatten eine Veranstaltung bei den Nationalratswahlen. 15 war das. Da war ich mit anderen Kandidaten im gleichen Auto unterwegs. Und wir wollten in ein Schulhaus hineingehen. Dort wäre eine Halle gemietet für den Anlass. Und sie waren ziemlich zeitlich knapp dran. Und wir sind dann dort hineingegangen in das Gebäude, haben die Tür aufgetan. Und plötzlich schauen uns ganz viele Augen an, von Eltern und von Lehrern offenbar. Und dann mussten wir feststellen, ja, halt, wir sind im falschen Schulhaus in dieser Gemeinde. Und das war eine Informationsveranstaltung für Lehrer und für Eltern. Ja, da habe ich kürzlich ein Schreiben gemacht, eine Agentur und Sachen erbeten einfach. Und du hast nachher das Mail zurückgekommen. Hiermit senden wir Ihnen das FDP. Und dann habe ich gedacht, ja, was soll das? Und es hätte so heissen, das PDF. Also so kann es gehen, wenn man voll drin ist. Bon, pour l'instant, on est encore assez au début de la campagne, mais je trouve qu'il y a des petits gestes chaque jour qui sont intéressants. Par exemple, quand vous marchez chez vous dans la rue et puis il y a quelqu'un qui vient vers vous qui dit « Ouais, bravo, j'ai vu que tu t'engages, c'est chouette. » Et des fois, c'est des personnes qui, je sais, au fond, ne soutiennent pas totalement le parti, mais se disent « Ok, c'est chouette, c'est quelqu'un de chez moi qui s'engage, donc je vais le soutenir, je vais peut-être le mettre sur une liste, le rajouter sur une liste qui n'est pas du parti. » Donc ça, je trouve que c'est encourageant. Was mich vielleicht ein bisschen geprägt hat, ist teilweise ein bisschen Ungerechtigkeit in den Schulen, in den öffentlichen Schulen, wo man gewusst, das ist der Sohn von dem und dem, wo man dann einfach ein bisschen geplagt hat und gesagt, der macht jetzt so. Das sind auch so ein bisschen Sachen, die mich geprägt haben. Ich habe immer gedacht, ich sei nicht ein politischer Mensch und hat mich auch nicht so interessiert, beziehungsweise so politische Diskussionen haben mich abgeschreckt, einfach weil es so um sehr kontroverse Sachen ging. Aber nachher habe ich mich entschieden, dass ich für den Gemeinderat kandidiere. Ich habe mich eher Leute überzeugt und es hat mich nachher sehr gepackt eigentlich. Und jetzt bin ich mit sehr viel Herzblut im Gemeinderat und möchte sehr gerne auf kantonaler Ebene auch Sachen bewegen. Das ganze Leben ist politisch und es gibt immer wieder Situationen, wo ich wie Ungerechtigkeiten erlebe oder sehe, wie Leute Ungerechtigkeiten erleben und die politisieren mich immer wieder. Ja, als Steffisburger war mir immer schon ein solches Thema. Als Giel musste ich einfach von aussen zuschauen, wenn man geschaut hat. Ich habe nie zu den Besten gehört. Und als dann unsere Gielen ein bisschen grösser waren, hat es mich motiviert, einfach in diesem Steffisburg eine zusätzliche Sporthalle zu haben, zusätzliche Sportplätze. Und das war meine Motivation, einzusteigen. Und jetzt sind meine Gielen fast grösser als ich, also Schuhgrösse 46. Und so weiter. Und jetzt ist es da. Jetzt dürfen wir die Abstimmung abwarten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir der gängig einsetzen können. Was um Frauen und Evelyn Wittmer-Schlumpf und so ist gegangen, ich gesagt, da muss man sich engagieren. Und bin dann gerade auf Anhieb gewählt worden. Ich mache das nicht für mich. Ich will wirklich etwas verändern für die Leute, Prozesse. Jetzt entschlacken und zu vereinfachen und darum kandidiere ich für den Grossrat.
du kannst nicht immer dein Parteibüchlein durchbetten. Also du musst auch Lösungen finden. Und das ist manchmal einfach gestalten mit anderen Menschen. Und es ist super cool. Ja, es ist einfach kein Tag näher, auch hier im Rathaus, wie der andere. Das ist auch das Schöne, das haben wir immer so gesehen, mit einem politischen Gegner dann noch ein Glas Wein oder ein Bier trinken und dann sich wieder versöhnen. Das habe ich auch, halte ich eigentlich immer noch heute so. Es ist bekannt, dass ich da mit gewissen linken Politikern Kochrezepte austausche. Ich habe gelernt, dass einfach hier in der Verwaltung oder auch im Politleben Führung anders aussieht als im Sport oder in der Unternehmung. Und da durfte ich ganz viel lernen, dank wirklich tollen Menschen unterschiedlichster Natur. Und ich habe auch gelernt, parteiübergreifend viel, viel mehr zu arbeiten. Weil schliesslich können wir einfach zusammen, wenn wir am gleichen Strick ziehen, die gleiche Richtung, viel mehr erreichen. Und das ist auch das, was mich motiviert, einfach zu vernetzen und miteinander auch Themen in Tiefgang gehen. Also früher wollte ich noch etwa 10 cm bewegen. Heute bin ich dankbar, wenn es 1 mm ist, aber dafür der top gut. Mir ist wichtiger als zu polemisieren oder zu politisieren, indem man sehr auf gegensätzliche Lager setzt, eigentlich, dass man zusammen eine gute Lösung findet, wirklich eine nachhaltige Lösung, die für die Zukunft des Kantons, die Zukunft der nächsten Generationen einfach auch Lösungen bringt, lösungsorientiert ist. Ich habe immer gesagt, wenn ich Politik mache, ich tue so abstimmen, wie es mein Bauch sagt. In 3 Wörtern. Gemeinsam Zukunft gestalten. Ja, Politik ist für mich ein Engagement für und mit der Gesellschaft. Das sind 4 Wörter. Schlafmangel, Adrenalin und der Wille, etwas zu verändern. Also in erster Linie ist es eine Lebensschule, ganz klar. Es ist ein Engagement, viel auch freiwillig, aber es ist ein grosses Engagement. Aber für mich hat es auch viel mit Veränderung zu tun. Bewegen, entscheiden. Und vor allem gut zuhören. Für mich ist es Engagement. Es ist aufreibend im positiven Sinn. Und es ist Gestalten. Geradlinigkeit, Verlässlichkeit und auch wirklich das machen, was man sagt. Or c'est important, enrichissant et c'est la démocratie.